ist der 20. September. Und wir haben hier an diesem wunderbaren Strand genächtigt. Am Jaco Beach. Schnell zeigen. Dann ist die Jaco Insel. Sind wir aber nicht über. Hat 10 Dollar pro Nase gekostet. Genau. Aber das Ding ist, die Strasse hierhin ist einfach eine absolute Katastrophe. Haben wir schon fast in die Hose gemacht, herab. Und jetzt müssen wir die wieder darauf. Und das ist einfach, ich stoße wieder an meine Grenzen hier. Radim und der Tom, denen macht das Spass und ich bin einfach nur noch gerade nervös. Ja, mal schauen. Können wir ruhig die Däume drücken. Bis dann. Okay, here we go. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah, yeah. I was puzzling you with the Yeah.
Oh, geschafft. Dem wunderschönen Strand. Der krasse Hügel oben. Ist eine Herausforderung gewesen. Ich bin einmal auf eine Ranze gefallen. Ich hatte ein paar Kräbel im Zylinderdeckel gehabt, und das mal auf der linken Seite. Also, nochmal Schwein gehabt, dass ich kein Loch im Motor von Gabriel gemacht habe. Again. Und jetzt immer wieder auf der normalen Holperstrassen unterwegs. Ja, ich bin Gott der Pro. Habe ich das gemeistert. Mit Hilfe von Tom und dem Radim. Ein krasser Steilhang habe ich den Gabriel gestoßen, oder haben wir den Gabriel gestoßen. Also einfach mit dem Motor. Und die haben stabilisiert und gestoßen. Das ist ein Abenteuer gesehen wieder einmal. Hei, hei, hei. Kann ich wieder durchschnaufen. Also so, ja. Ich bin glücklich again. Die Beach selber konnte ich nämlich nicht ganz so geniessen, weil ich das nicht auch können, aus meinem Kopf abschalten, dass ich den Weg wieder rauf muss. Hat mich einfach die ganzen gestrigen Tage ein bisschen gestresst. Und ja, ich habe den wundervollen Beach nicht in vollen Zügen geniessen. Aber das ganze Zusammen ist wieder eine wertvolle Erfahrung gewesen. Also dann, adieu und bis zum nächsten Mal.